Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Trials Rising mit Lutz, Andi und mir, dem Mushroom. Einen wunderschönen guten Tag. Und immer noch ohne Pader. Und immer noch ohne Pader. Wir machen weiter mit den Strecken aus dem Spiel. Einfach mal beginnen. Asiatischer Raum. Lobster. Pader. Lobster, Lobster. Pader. The Pader. Pader. The Pader. Diese Scheiße hört sich so falsch Pader. An. The Peter? Nee, der Peter! Der Peter ist der anders, Mann. Bald müssen wir wieder Trials machen. Ja, Arnold, richtig schlau. Ja. Bald müssen wir wieder Nehmen wir mal machen. Wieder Trials auf? Hab ich Bock drauf. Ja, Trials haben wir lange nicht mehr gemacht. Wir müssen mal wieder Blackout Club machen, Allah. Blackout Club, ja. Ich weiß, weißt du, worauf ich Bock hätte irgendwie? Hä? World War Z. Ah. Was? Ich würd's gerne mal angucken. Ja, kannst du ja angucken, Allah. Ist das überhaupt ein Multiplayer-Spiel? Ja, mit euch, natürlich. Es ist so ein Left 4 Dead-mäßiges Spiel. Das ist übrigens der Grund, warum sich... Oh, shit. Warum sich Infestation umnennen musste. Als... Oh, okay, ich hab den Checkpoint noch gekriegt. Oh, gerade läuft nicht. Muss ich sich warum umbenennen? Infestation Survivor Stories, also War Z. Ah. Ah. Was sowieso richtig schlecht war, aber... Das DayZ-mäßige nur halt... Nur halt schlecht. Nur halt noch schlechter. Also da, wo ich 17 Accounts besessen habe, ja, um... Naja. Um zu bambuseln, hä? Um Leute zu bambuseln, ja. Genaue Details verrate ich jetzt nicht. Aber nein, beziehungsweise ich hab 30 Accounts gehabt, aber ich hatte leider nur die Möglichkeit, 17 davon gebannt zu bekommen, also... Ziel nicht erreicht, sagst du, oder wie? Na, ich sag mal so... das Spiel wurde nachträglich ja nicht nur Cheater Wars genannt, also du hast basically nur gewonnen, wenn du Cheats anhattest. Boah. Schön, Andi! Es war aber ziemlich witzig, also da sowieso jeder gecheatet hat, konntest du mal sehen, na, wer hat die besseren Cheats? Ja. Also, wer hat mehr bezahlt? Wenn man cheatet, ja, dann, mein Gott, es ist ja nur fair. Aber wir können es mal angucken. Ich hab gar nicht geschaut. Auf Steam oder nur angucken, nicht anfassen, Arnold. Ich hab keinen Bock dafür zu bezahlen. Ja, wir können die Store-Seite in Steam. Ich könnte es ja kaufen und wieder zurückgeben. Selbst dafür bin ich zu arm, Alter. Alter, ja. Zumindest jetzt. Das sieht halt geil aus. Hast du mal gesehen, wie viele Zombies da generiert werden? Ja. Mega krass. Dying Light ist ja. Nee, nicht Dying Light. Dead Island ist jetzt in Deutschland auch legal, ne? Mhm. Beziehungsweise heißt legal, aber du darfst es jetzt offiziell kaufen. Also offiziell bewerbt kaufen und du darfst es auf YouTube, glaube ich, zeigen jetzt. Wieder zeigen, ja. Weil es gab ja schon zig Videos und Let's Plays und was auch immer. Nur Dying Light ist immer noch nicht frei, ne? Also warum wurde Dead Island jetzt? Weiß ich nicht, weil das nach so und so vielen Jahren, wenn es offen... Ja, aber es gibt ja die A- und die B-Liste. Ja, ewig. Achso, okay. Und wenn das auf, ich weiß jetzt nicht genau, welche Liste es ist, es gibt halt eine Liste, da darf es nur nicht öffentlich beworben werden, aber es darf halt unter der Ladentheke quasi verkauft werden. Das heißt, wenn du irgendwo nachfragst, dürfen die es verkaufen. Darf aber halt nicht öffentlich in Laden stehen und dann gibt es halt einmal die indizierten Titel. Die dürfen meistens, gar nicht mehr. Die meistens nicht mal wegen, obwohl zum Beispiel Manhunt ist ja indiziert. Also Manhunt ist ja dieses Spiel, wo du mehr Punkte kriegst, je brutaler du deine Boys hier tötest. Ja. Und Dead Island war auf der einen Liste, wo du es halt besitzen durftest, legal. Mit so einem Besitzen darfst du es ja alles letztendlich. Nur du darfst es halt nicht zeigen. Du darfst es auch keinen zugänglich machen. Und Dead Island ist jetzt von der Liste runter. Wenn du, glaube ich, vier oder fünf Jahre... Ja, der Entwickler hat ja ein Remaster jetzt gemacht. Oh, Nacken, ey. Und nach so und so vielen Jahren, ich glaube vier oder so, ist so eine Sperrfrist vorbei, dann kann der Titel wieder eingereicht werden zur Überprüfung, dann wird er quasi nach heutigen Standards nochmal überprüft. Mhm. Okay. Und dann kann es halt passieren, dass der von der Liste runterfliegt. Okay. Der bei Wolfenstein nachher auch passiert. Viele Wolfenstein, also alte Wolfenstein sind ja in Deutschland nicht zugelassen. Ja, das war auch so mit Doom. Ja. War ja auch indiziert und dann haben sie es... Ja, wie jetzt... Wie viele Jahre später rausgehauen? 2016er Doom ist ja komplett unzensored in Deutschland. Also man merkt, dass in Deutschland mittlerweile bei der USK mal ein bisschen mehr geht. Gehen halt auch ein bisschen... Vorher hatten wir auch noch die FSK. Ja, die haben wir ja sowieso noch. Haben wir die immer noch? Ich dachte, die FSK ist für Filme und die USK ist für Unterhaltungssoftware. Hm. Das ist quasi genau die gleiche...
Firma, wenn du so möchtest. Das ist ja keine Firma, aber eine Gesellschaft. Ja, ich weiß, was du meinst. Die sich dann aber halt um Filme. Halt. Ja, die eine kümmern sich um Filme und die anderen um PC-Spiele. Okay. Aber das ist doch. Die heißt doch nicht mehr FSK, das ist ja die freiwillige Selbstkontrolle. Freiwillige Selbstkontrolle, ja. Ja, aber das gibt's doch nicht mehr. Ich weiß es nicht. Scheiße. Schön, Andi. Warte mal, FSK. Cool, ich mach mal. Ich dachte, das gibt's gar nicht mehr. Gründung 1949 existiert immer noch. Okay. Warum sollte es die auch nicht mehr geben? Ja, weil es ist nicht mehr auf die, nicht mehr so quasi auf freiwilliger Basis. Also ja, ich meine, ich weiß sowieso nicht, FSK, freiwillige Selbstkontrolle, ist halt nicht ein bisschen doppelgemoppelt. Selbstkontrolle, freiwillig, okay. Ja, deswegen. Weiß ich nicht, ich hab irgendwie sowas gehört gehabt, glaube ich, aber bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich meine, das, was da draufsteht, ist ja nicht, relevant. Im öffentlichen Raum ist diese Angabe bindend. Ja, und dann guckst du mal auf Gamescom, viele Zwölfjährige mit einem scheiß roten Armband rumlaufen und die Polizei direkt daneben läuft, also... Ja, mal ganz Moment, ehrlich, aber das hat ja nichts mit der FSK zu tun. Ja, mit der USK auch nicht. Das ist ja mit nicht. Der Organisation der Gamescom. Oder die Polizei. Die da sich eigentlich mal drum kümmern muss, dass das eingehalten wird. Gerade die Polizei. Die organisieren eine extra Polizei, die das überprüft, aber die machen einfach gar nichts. Mir ist ja die scheißegal, ich finde Gamescom mittlerweile eh noch nervig, das wird da so voll, ey. Da kann's nicht mehr hingehen. Oh, Gott sei Dank. War das letzte Mal 2016 da. Und seitdem sind ja die Besucherzahlen eh nur noch angestiegen. Die gehen irgendwie immer höher, aber trotzdem. Weniger halt Hallen. Ja, richtig, macht keinen Spaß mehr, ganz ehrlich. Das ist okay, unglaublich, wieso? Oh shit. Jedes Mal dasselbe. Dass sie jedes Jahr immer mehr Besucher bekommen. Immer mehr und mehr, obwohl es immer voller und voller wird. Dass sie nicht irgendwann mal sagen, alles klar, die Karten nur bis 300.000 Leute und dann Schluss. Machen die nicht, ne. Dann würden die sich doch ihre einzige Geld, oder nicht ihre einzige, aber ihre größte Geldquelle versiegen. Das macht doch keinen Sinn. Warum sollten die das machen? Angenehmer für die Leute. Ja, so denken die auch. Das wäre halt mal schöner, ja. Ich muss jetzt nicht so denken wie der Unternehmer. Ich muss denken für den Nutzer. Und ich finde es halt angenehmer, wenn die das so machen würden. Wir zahlen ja eh mehr als genug Geld für diese Scheiße, ey. Da kontrolliert doch vor allem auch keiner, ob du Schüler bist oder nicht. Dann kriegst du ja noch... Und dann verkaufen sie dort noch das krasse teure Essen, mal so eine Nudelbox mal mit ranzigen Nudeln für 7 Euro oder so. Viel zu voll, Mann. Scheiße, warte immer noch darauf, bis das Essen hier mal ankommt. Das Essen kommt nicht mehr an, du hast auch dein Brot gegessen, Mann. Deine Eltern essen das jetzt alles auf. Ja, und Pommes. Pommes! Pommes, Alter. Mach mir jetzt gleich einen Salat mit Hähnchenfleisch. Mmh. Bock, bock, bock. Bock, bock. Andi, bist du dieses Jahr auf der Gamescom? Nee, wie jedes Jahr nicht. Schade. Wie jedes Jahr nicht. Und warum nicht? Ich würde auf die Gamescom gehen, um... Ja, hat man letztes Jahr, glaube ich, schon in Fusion. Ich würde auf die Gamescom gehen, um Spiele zu zocken. Und das funktioniert nicht. Guter Witz. Ja, ne? Dafür geht man nicht mehr auf die Gamescom. Ding, es wäre doch schöner, wenn sie doch weniger Besucher reinlassen, oder? Ja, aber dann wären die Karten automatisch auch teurer. Würde ich bezahlen. Komm, ey. Wäre noch so teurer. Arnold kriegt die halt dann, ne? Ultra vergünstigt. Bin schon Arnold, kriegst du halt... eh zur Hälfte billiger, Mann. Ja, richtig. Stimmt, Alter, wenn ich ja dual studieren gehe jetzt, dann bin ich offiziell auch noch Student. Alter. Das verdiene dann trotzdem Geld. Du bist ein Azubi und ein fucking Student, Alter. Ja, dann hätte ich gerne ein Viertel. Du bist ja doppelt Arsch. Irgendwann zahlst du dir Geld, damit du auf die Gamescom gehst. Ohne Witz. Komm schon, wir brauchen ein paar Studenten und Schüler und Auszubildende da.
Gibt es einen Rentnerrabatt? Ja. Da sehe ich mich. Ich glaube, über 16. Da sehe ich mich. Gamescom 2080. Andi ist dabei. Ich glaube, wenn du über 60 bist oder so. Hast du mal gelesen? Langweiliges Gitarren-Solo. Hör ich nicht. Ja, er macht nur. Ich meine nicht, dass ich das könnte, aber es ist halt trotzdem langweilig. Also, wenn ich sowas könnte, würde ich es halt nicht spielen. So monoton, sagst du, oder? Ja, ich meine, Sweepicking ist ja in manchen Genres schon geil. Ja, aber wenn es ganz kurz ist, ist doch mal so nice, ein bisschen. Ja, richtig. Ich meine, Sweepicking kann ich auch nur zu einer gewissen Geschwindigkeit, danach verkrampfe ich halt, das muss ich halt noch üben. Also, Ja, das Problem ist halt, dass ich die Strings. Dass du Wurstfinger hast. Nee, ich krieg's nicht richtig gemutet. Ich hab da halt Ghost Notes drin, die sind nicht so geil. Ach komm, ey. Oh mein Gott, ich bin halt auch richtig. Du fliegst auf die Fresse, Mann. Halt auf rumzuschreien, Mann, ihr Verrückten, Mann. Wow. Ein Affe, Mann. Pater ist doch dabei. Pater? Blackmail hat mir gestern geschrieben. Ja. Es fängt wieder an. Die Leute fragen nach Pader. Und er ist jetzt natürlich in den Folgen nicht dabei, natürlich. Das heißt, es wird jetzt ja auch gefragt. Und Pader? Was ist mit Pader? Geht's ihm gut? Pader ist gestorben. Boy, der hat einfach keine Zeit mehr für was? 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 Fake News. Pader ist tot. Sag das nicht. Mal nicht den Teufel an die Wand. Ja, wenn du dich mit dem Teufel einlässt, ne? Wenn er sich nicht der Teufel. Ja, der Teufel verändert dich. Tiefer Arsch ist auch so dumm. Das spiel mal ein bisschen Singster, Mann, auf der Twitch. Darf ich was von deinem Weed rauchen? Nein. Es soll aber ihm eigentlich wieder funktionieren. Ich glaube, er hat mittlerweile sein Overlay und so weiter. Alter, oh! Was soll wieder funktionieren? Ja, dass er wieder streamen kann und so. Lieber. Ja. Hat er mir heute auch geschrieben. Weißt, wir könnten mal bald für so Space Engineer machen. Engineers? Ja. Was wir schon seit Ewigkeiten besitzen. Oh! Bambuselt. Aua. Das muss man mir dann erstmal erklären, weil ich check das nicht. Ich verstehe das auch nicht. Alles klar, gut. Ich hab da normalerweise einen Kollegen, der das für mich macht. Ich bin nur die fleißige, ich bin nur die fleißige Biene, die rumfliegt und die Sachen baut. Er sagt, mach und du, ja, ja. Nein, ja. Er baut halt die Blueprints und ich schmeiß dann die ganze Zeit oder farm halt. Er baut die Scheiße halt quasi zusammen und ich montiere das dann. Oh, nice. Coole Map. Wie, Landi? Prime, Andi. Er ist schneller da als deine Bestellung, Mann. Ja, die wird aber gleich kommen, Alter. Bevor du deine Bestellung abschickst, ist Andi schon da. Ja, ja. Flawless Victory. Yeah. Es gibt ja manche, die liefern am gleichen Tag, ich liefere einen Tag davor. Oh, leck! Du weißt schon vorher, was die Leute brauchen. Der weiß schon sofort Bescheid, Alter. Nee, das ist mir egal, ich schicke ihn einfach irgendwas. Du hast die Marktlücke entdeckt. Du kriegst einfach so ein Paket. Hier, bitteschön. Ja. Das wollte ich doch gar nicht. Und dann am nächsten Tag, Alter, genau das habe ich heute gebraucht. Geil. Oh, jawohl, Klopapier, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich habe gestern so viel geschissen. Ich brauche dafür nur sämtliche Daten von Facebook, Amazon, Google und was auch immer, aber dann kriege ich sie hin. Alles, alles. Du brauchst Skynet. Yeah! Die Laternen kann man ruhig kaputt machen, aber weißt nicht du? Im Kopf. Ja, ich weiß. Weißt du? Ja, ich weiß. Weißt du, auf welche Serie ich dieses Jahr richtig Bock hab? Auf was denn? Auf die neue Star Trek Serie. Also auf Discovery, die neue. Discovery oder was? Nein, auf die neue mit Jean-Luc Picard. Halt's Maul. Ja doch. Welche neue Serie mit ihm? Ja, hast du es nicht mitgekriegt? Das ist doch schon seit letzten Dezember oder so bekannt, dass Patrick Stewart Star wieder Jean-Luc Picard macht. Star Trek, sag ich da immer. Hä? Nee, ich hab's nicht verstanden, die Musik war so laut. Nee, nix, ey. Ah, ich werd's in der Folge hören. Deine Mutter, Alter. Ich will nicht so in Star Trek schauen, deswegen interessiert mich das nicht. Ja, aber Picard war schon ziemlich geil.
Ja, die sinnlos im Weltraum-Geschichten waren geil. Sinnlos im Weltraum, ja, was machen wir denn jetzt hier? Ja. Jalü. Jalü. Ja, Junge, wie alt ist der jetzt? 79 oder so? Alter, der ist 105, Mann. Ja, er meinte auch so, er hat halt nur zugestimmt. Ich hab immer Rentnerrabatt in deinem Gamescom. Er hat halt nur zugestimmt, weil er, also er wollte was anders als Next Generation. Er wollte nicht einfach wieder so einen Next Generation-Aufguss haben. Das heißt, das wird was komplett anderes. Er hat auch so angedeutet, es kann sein, dass Jean-Luc Picard kein Captain mehr ist. Aber er ist immer noch diese Figur, die er verkörpert. Ja, ich sag mal so, da hast du ja, aber dann mit Romulanischem Reich wurde alles zerstört und er sagt dann, das hat einen Deep Impact und hat ja das Drehbuch dann selber mitgeschrieben. Hab ich Bock drauf. Ist doch wieder vorbei? Das kann doch nicht wahr sein. Du hast wieder gewonnen. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann Tschüss. In der nächsten Folge wieder. Ciao.